Mann, pass doch mal auf, du Hurensohn! Ja, Mann! Und lass mal reden abonnieren, du Affe! So, weißt du, was ich nicht leiden kann? Nee, hat sie mal. Zeitverschwendung. Deswegen fangen wir jetzt mal direkt an. Ich war neulich beim Fußball. DFB-Pokal, Hertha gegen Köln. Hab da, Köln... Der Klassiko. Der deutsche El Klassiko quasi. Ganz genau. Hab da Karten für bekommen, war im Kölner Fanblock. Und ich würde jetzt gerne mal über Fans reden, ja? Was? Deutsche. Deutsche Fußballfans. Fankultur. Was ist das Problem? Das Spiel war, glaube ich, 18.30 Uhr. Warum muss man 17.30 Uhr auf dem Weg zum Fußball schon scheiße besoffen in der Bahn sein, rumgrölen, dann kommst du beim Kölner Fanblock an und denkst, hey, coole Stimmung und so. Kölner Fanblock? Ja, ich war beim Kölner Fanblock, tatsächlich. Und du sitzt dann, stehst dann da drin und denkst, hey, jetzt wird alles gefeiert und alles wird cool. Nein, du hast drei besoffene, asoziale Typen vor dir, die ganze Zeit, Fotze, Hertha, ihr Fotze, die ganze Zeit und dann, hebt die Hände. Und wenn dann einer die Hand nicht gehoben hat, haben die sich umgedreht und gesagt, habt ihr Weiber keine Hände oder was? Der eine Typ hatte seine Freundin dabei. Die Freundin hat einmal keine Lust, die Hände zu heben. Was macht der nicht? Ja. Schatzi, mach doch mal mit. sondern so, ey, du Fotze, kannst du mal die Hände heben? Du Fotze. Was macht sie? Sie hebt die Hände und umarmt ihn danach. Das ist eine gute Frau. Das ist der Hammer. Was ist los mit den ganzen Fußballern? Ja, aber ich war auch bei Hertha neulich gewesen gegen Leverkusen und da war der Schiedsrichter Dennis Aitken, ja? Und ich saß schön im DKB-Familienblock, wo die ganzen Familien sitzen. Ist gesittet da. Gesittet, ja. Und zwei Reihen hinter mir saß einer, der wirklich alle zwei Minuten gesagt hat, Aitken, du Fotze! Aitken, du Fotze! Aber auch nicht mehr, irgendwie, du hast falsch gepfiffen oder das war nicht abseits oder so, immer nur Aitken, du Fotze! Aitken, du Fotze! Das ist sehr schön. Das sind doch auch immer Polizisten, die stehen auch so auf den Rängen und kontrollieren von oben alles. Die Typen, ungelogen, ich glaube von 90 Minuten Spielzeit haben die 70 Minuten so. Die ganze Zeit. Ich dachte, was ist mit euch los? So, die sind halt schlecht drauf, weil alte Kinder die Feuer. Scheiße, gepfiffen, Mann. Aber es sind nicht nur Fußballfans, auch beim Basketball momentan ist so. Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki, weiß ich, ob jeder, dass ich Fan bin. Ja, stimmt. MVP, Finals MVP, Champion, 13-facher All-Star, ey, you name it. Also alles quasi, ne? Hat sie durch eine ganz schwere Zeit durchgecarried, Alter. Ohne Dirk Nowitzki würde Dallas Mavericks, keine Sau würden die Dallas Mavericks kennen. Ja, so, jetzt ist er ein bisschen älter, jetzt spielt er nicht mehr so wie vor 10 Jahren, was ja auch vollkommen normal ist. Ja. Und dann liest du die Fan-Kommentare im Internet. Die Fan-Kommentare im Internet. Ja, Dirk's trash. Und he's trash. He's trash. Er muss auf die Bank und ey, Dirk hält die Mavericks auf und was für ein Affe und so. Wo ich denke, seid ihr bescheuert, Mann? Fans, sogenannte Fans, was ist denn da mit Loyalität, mit Dankbarkeit, dass man den hat? Undank ist der Weltenlohn. Undank ist der Weltenlohn, ja. So ist es wirklich. Es ist der Hammer. So, das, ich check haben das wir in Deutschland nicht. Doch auch, Alter. Michi Ballack, Alter. Michi Ballack, ja, er war genau. Kapitän. Er war in einer Zeit, wo es nur Scheiße in der Nationalmannschaft gab. Leute wie Carsten Ramelow, ja, irgendwie sowas. Der war Weltstar. Ballack war Weltstar und wurde aus der Nationalmannschaft gekickt wie so ein Köter. Und nicht, weil er keinen Bock mehr hatte zu spielen und faul, weil er verletzt war. Ja, wieso spielt Ballack nicht? Ja, weil er verletzt ist. Das ist auch alt jetzt. Ja. Und wegen dem haben wir das WM-Finale verloren, weil er im Halbfinale Gelb gekriegt hat und dann nicht mehr spielen durfte. Wow, was ist nur los mit den Leuten? Das ist unfassbar. Unglaublich. Ja, ich habe neulich auch wieder ein bisschen mehr gezockt, als ich krank war. Nein! Doch, ich war, es hat mich echt erwischt so. Und ich dachte mir so, ja, guckst du mal, was du hast. Und ich musste, Internet. Im Internet. Und ich muss dir sagen, ey, ich habe Krebs. Entschuldigung, dass ich lache, aber das ist eigentlich traurig. Ja. Ich habe meine Symptome eingegeben. Könnte sein, dass du Krebs hast. So, ja? Ich recherchiere ein bisschen weiter. Es ist höchstwahrscheinlich, dass du Krebs hast. Und beim dritten war dann, ja, du hast Krebs, Link, Bestattungsinstitut, Tralala. Du müsstest eigentlich seit 10 Tagen tot sein. Ich bin eigentlich schon tot. Und ja, wie kann das sein, Alter? Das hast du eingegeben, Symptome, Husten, Schnupfen, ja, andere Diagnose Krebs. Aber ich glaube, du musst da so den Mittelweg finden, weil wenn du zu einem echten Arzt gehst und du 2 Stunden im Wartezimmer gewartet hast und dann reinkommst und der dich in 3 Minuten abfertigt, wo du denkst, warum werde ich in 3 Minuten abgefertigt, die anderen waren ja eine Stunde drin. Ich warte 2 Stunden, 10 Leute waren vor mir, alle werden in 3 Minuten abgefertigt, hätte ich eigentlich nur eine halbe Stunde warten müssen. Das ist komisch. Was machst du denn die ganze Zeit? Ich weiß auch nicht. So, jedenfalls sagt ja denn der Arzt, ruhen Sie sich mal aus, legen Sie sich hin und
trinken sie viel. So, dass die trinken sie viel, ach echt, und dass ihre Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Der Körper kann viel mehr, als sie glauben. Ich glaube, du musst da zwischen Online und echtem Arzt den Mittelweg finden, dann hast du es so. Ey, aber dass du trotz Krebs hier mit mir aufnimmst, ist der Hammer. Das mache ich auch nur für dich. Und das liegt daran, weil ich so stark bin, Alter. Ja. Weil ich stark bin, weil ich selbst die stärksten Krankheiten aushalte. Das ist das Krasse. Leute sind so schnell krank. Ich glaube, es war noch nie jemand so krank wie wir beide. Ja. Weil wir sind krank und 3 Wochen später, wenn wir dann kurz vorm... Wir haben Krebs, Mann! So, kurz vorher sagen wir dann jetzt mal... Und dann kommt dann... Oh ja, bist du ein bisschen krank? Nein, ich bin seit einem Monat krank. Schnupfen, Alter? Genau. Ich hab Krebs! Und ich sage das erst jetzt. Ihr wisst gar nicht, wie schlimm das ist. Ja. Aber momentan ist ja auch die Zeit, wo alle krank sind. Oh. Wenn du mit der Bahn durch Berlin fährst, die gerne... Da wird überall auch angefasst und du denkst dir, ich sehe diese dreckigen Partikel wie bei Outbreak, Alter. Ja, wie sie in meine Lunge eindringen und alles zersetzen. Irgendein fetter, kranker Mensch vor mir hustet und ich sehe, wie ich seine Luft in meinen Körper einatme. Das ist unfassbar eklig. Und wenn dann auch noch der Partner krank ist, ja, und der Meinung ist, nachts um 3 mal eine halbe Stunde zu husten und du in deiner Güte erst nach 30 Minuten sagst, kannst du bitte woanders hingehen zum Husten, ich muss schauen, dann bist du der Teufel. Du bist der Teufel. Ja. Ich habe mir ja den ganzen Tag nur geschlafen. Ja, genau. Und ich muss ja morgen auch nicht arbeiten. Ja, deswegen ist es in Ordnung, wenn du total krank bist. Genau. Aber dann wachst du auf und guckst du und denkst so, Mann, halt die Fresse, aber guckst natürlich lieb und dann, kannst du mir noch eine Wärmflasche machen? Ja, ich stehe 3 Uhr nachts auf und mach dir eine Wärmflasche. Wenn natürlich. Du schon dabei bist, mach mal einen Tee. Der dauert ja nicht lange. Nee, ist vollkommen in Ordnung. Und dann kommst du wieder mit einem Tee und wer pennt? Der Partner pennt. Das ist der Wahnsinn. Weißt du, was ich auch hasse? Dass wenn man im Winter durch Berlin fährt und in deinem scheiß Auto ist es trotzdem warm, dass ich schwitze. Es kann nicht wahr sein. Es ist immer dasselbe mit dir. So, jetzt hier auf minus 14 Grad stellen. Weißt du, was auch krank ist heutzutage? Nee. Trailer. Kinofilm-Trailer. Du wirst beim Gucken krank quasi. Hast du den Justice League-Trailer gesehen? Also hast du ihn dir angeguckt bestimmt, hast du ihn gesehen? Ich habe es mir angeguckt und ich hätte mir gewünscht, dass eine Epilepsie-Warnung davor ist, weil irgendwie ab 30 Sekunden ist ja nur noch... Es ist wirklich so. Es ist Tresor 5 Uhr morgens, Alter. Du siehst am Anfang zwei Schauspieler reden und denkst, oh, ist das schön, Story. Ja. Und dann die restlichen gefühlten 20 Minuten, Explosionen, Menschen, Dämonen aus dem Weltall. Irgendwelche Häuser leben, haben irgendwelche lebendigen Sachen dran. Du siehst nichts mehr, du verstehst nichts mehr. Weißt du, auch dann guckst du Pacific Rim Trailer und nur noch, das sieht aus wie ein Videospiel vor 5 Jahren, wo du keinen Bock mehr hattest, weil du sagst, ich weiß nicht, wer der Gegner ist. Bin ich der Gegner? Der Typ, der das gepitcht hat, der hat gesagt, so Leute, ich hab noch ein bisschen was von Transformers. Thomas hier in der Schublade. Wollt ihr nicht kaufen? Genau. Machen wir alle den XXL, machen wir einen Zoom-Ruf. Und das geht so schnell. Ihr seht sowieso nicht, ob das Transformers sind oder Batman. Das ist egal. Das ist der Hammer. Aber weißt du was, die Jugend heutzutage, die findet das geil. Meinst wenn du die Kommentare darunter liest, die finden das so geil. Weißt du, vor 20 Jahren, als Jurassic Park rauskam, da hast du dich über den Dino, der übrigens heute noch geil aussieht. Sieht heute noch geil aus. Damals hätte man mich hinterm Ofenfeuer vorgelockt, wo ich sagte, what? Aber jetzt nervt es nur noch. Diese ganze CGI-Scheiße nervt, Mann. Deswegen, wenn die Zuschauer wüssten, dass wir hier gar nicht sitzen, sondern auch nur animiert sind. Weißt du, ich brauche was anderes. Ich brauch echte Stories, Alter. Ja. Echte Stories, die mich berühren. Ja. Ich brauch, Wie zum Beispiel 2 Typen, die sich gut verstehen und sich sehr mögen, fahren durch Berlin und erzählen sich Sachen und verlieben sich langsam ineinander oder so. Ja. Sowas. Ja. Find ich sehr schön. Ja. Und was und machen die noch so? Sie gucken sich relativ viel auf die Lippen. Ja, wow. Das ist eine schöne Geschichte. Mir wird es gefallen. Das ist viel besser als diese CGI-Scheiße. Ne? Ja. Weißt du, was ich am meisten hasse? Dass man heutzutage einfach nicht machen kann, was man will. Das wäre was. Dass man immer Verpflichtungen hat. Ja. Stell dir mal vor, wie ständig hast du den Chef im Nacken. Ja, ja. Oder Zeitdruck. Du musst dahin, du musst das machen. Verpflichtung. Oh. Es ist nicht so, dass du einfach
unter der Woche vormittags so rumfahren kannst im Auto. Nee. Und dich aufregen kannst über irgendwelche Sachen. Nee, so, Leute, wie schön das wäre, wenn Leute jetzt regelrecht zur Arbeit gehen würden. Ja. Und wir beide hätten den Luxus, mit dem Auto durch Berlin zu fahren, die Umwelt zu vergiften, Benzin und Geld zu verschwenden. Und sich über unwichtige Sachen aufzuregen. Und weißt du, was ich noch hasse? Ich hasse diese ganze YouTube-Scheiße. Ich hasse es, einen Daumen nach oben zu geben. Ey, ich hab doch nicht unbegrenzt Daumen. Hast du nicht? Du hast ein geringes Kontingent. Ja. Abonnieren ist scheiße. Glocke ist scheiße. Und Daumen nach oben geben ist richtig scheiße. Ich hasse es. Und dann gibt's so eine Trottel, die machen dann auch noch Bonusmaterial und geilen Content auf Patreon. Nee. Und als ob ich da hingehen würde. Igitt. Ganz ehrlich. Leute unterstützen und dafür noch Bonusmaterial und cooles Behind the Scenes ist ekelhaft. Schämen sollten sich die Menschen alle. Und ich hasse auch Menschen, die den Leuten so einbläuen, dass am Ende immer ein bestimmtes Wort und ein bestimmter Satz und Catchphrase kommt. Immer, sich immer gleich verabschieden. Als ob du Leute zu Zombies erzählen musst, die dann immer sagen, er muss den Satz noch sagen. Und dann finden Leute das gut. Ich hasse so eine Sätze. Es geht gar nicht. Und deswegen aus diesem Grund, shine on. Lass mich los. Lass mich endlich allein. Ich unterdrück meine Tränen, um wieder frei zu sein. Ich kann allein sein, das weißt du noch. Und doch hab ich Flugzeuge in meinem Bauch. Gib mir mein Herz zurück. Du brauchst meine Liebe nicht. Gib mir mein Herz zurück, bevor es auseinanderbricht. Je eher du gehst, umso leichter wird's für mich.